So, willkommen mal zu einem weiteren, ja, Yu-Gi-Oh! Gameplay, Info-Video, je nachdem. Das ist ja jetzt aber, normales Info-Video mal. Und zwar generell, ob ihr jetzt, warum keine Stream-Infos mehr kommen und, ja, generell jetzt mal ein paar Infos raushauen. Und zwar, ja, warum keine Stream-Infos kommen, liegt einfach daran, dass bei uns in der Arbeit zurzeit, wir haben normalerweise 6 bis 7 Autos. Wovon, also ich glaube, 7 sind es zurzeit. Normalerweise, wenn alle einsatzbereit sind und 3 davon funktionieren zurzeit nicht. Einer hat einen Totalschaden, der zweite, bei dem ist bei der Kühlung irgendwas und der dritte hat irgendwelche elektrischen Probleme. Von dem haben wir zurzeit nur 4 Autos, aber ja, mehr Fahrer als Autos gerade. Deshalb weiß ich auch nie, und der Fahrer ist immer so ziemlich kurzfristig, ob ich überhaupt an den Tag arbeite und wann ich generell die Woche arbeite. Und dem ja, habe ich das auch mit den Stream-Infos sein lassen, weil ich weiß zum Beispiel heute, jetzt haben wir Sonntag und ja, Sonntag, was haben wir? 13 Uhr. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich morgen am Montag arbeite oder nicht. Oder generell, wann ich nächste Woche arbeite. Und ob ich überhaupt nächste Woche arbeite oder ob er kein Auto hat und mich in Urlaub schickt oder sonst was. Keine Ahnung. Es ist alles möglich. Deshalb kommen auch keine Stream-Infos mehr und die Streams werden einfach, ja, spontaner. Also heute kommt ein Stream. Also wenn ihr das Video rechtzeitig seht, ich werde es jetzt gleich hochladen. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, ist der Stream sogar schon am Laufen, weil der startet ja um 14 Uhr. Jetzt nehme ich das Video um 13 Uhr auf und lasse dann gleich hoch. Also das Video wird ziemlich gleichzeitig mit dem Stream heute online kommen. Und ja, mal gucken. Wenn ich 6 noch erreiche, streame vielleicht G4 aus. Ansonsten, ja, mal gucken, was ich streamen werde. Vielleicht ein bisschen Rocket League, auch was ich halt gerade Bock habe. Ich habe jetzt nicht wirklich Projekte noch geplant oder Projekte in Planung. Und ja, im Hintergrund seht ihr halt Yu-Gi-Oh! Gameplay von heute, also ziemlich live. Da habe ich gerade vorhin gespielt, online. Und das fand ich extremst spannend. Das musste ich natürlich gleich speichern. Und ja. Da gehe ich mit meinem Verteidigungsdeck gegen online. Wollte mal testen, ob das online mithalten kann mit anderen. Und ja, das war es jetzt mal zum Stream heute. Und generell, wie gesagt, Stream-Infos werde ich gerne mal rausholen können, weil ich einfach nicht weiß, wie und wann ich streame. Aber ja, wie gesagt, wenn ihr meinen Kanal abonniert, und am besten hier auch die Glocke abonnieren. Man kennt es. Dann erfahrt ihr natürlich immer, wann ich streame. Ich glaube, bei der Glocke kann man jetzt sogar extra irgendwelche Einstellungen treffen, dass man wirklich alles mitbekommt. Ich habe sonst mal auf die Glocke drücken und dann auf alle Nachrichten empfangen oder so. Man kriegt es auf jeden Fall mit, wann ich streame. Ansonsten könnt ihr ja mal vorbeischauen. Jeden Tag, bin um 14 Uhr. Wenn da ein Stream startet, dann streame ich. Wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht. Weil wenn, dann startet der Stream um 14 Uhr. Vielleicht mal mit 5 bis 10-minütiger Verzögerung, entweder 5 Minuten früher oder 5 Minuten später. Das kann alles mal vorkommen, wenn ich die Zeit übersehe. Aber ansonsten so ungefähr um 14 Uhr ist normalerweise ein Stream im Start, wenn ich streame. Ansonsten halt nicht. Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Und ja, genau, was ich eigentlich noch fragen wollte, ist, ich habe jetzt extremst viele Yu-Gi-Oh! Gameplays gespeichert, weil ich eben dachte, ich bringe da jetzt wirklich was. Und da hätte ich jetzt mal so eine Frage, ob ihr es feiern würdet, wenn ich jetzt ja, die nächsten paar Wochen oder den nächsten Monat generell mal täglich ein Yu-Gi-Oh! Video bringe. Mit ohne Commentary, ohne allem, nur rein das Gameplay. Ob ihr das auch feiern würdet, oder ob ich mir die aufheben soll für Infovideos.
und andere Sachen, weil ja, ein paar spannende Gameplays habe ich schon am Start. Und die spannenden Gameplays werde ich da wahrscheinlich auch kommentieren, vielleicht oder so. Aber falls ihr Yu-Gi-Oh! Gameplays öfters von mir sehen wollt, könnt ihr das ja mal gerne in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Dann bringe ich täglich oder ja, eigentlich kann ich die täglich bringen. Das sind ja 5 bis 10 Minuten Videos, manche kürzer, manche länger. Und ja, da wollt ihr mich richtig, ja, einfach mal so trollmäßig mit dem Cyberdrachen besiegen und da kassiert das Comeback. Ich fand das einfach so genial. Ich hoffe, euch hat das Gameplay im Hintergrund auch gefallen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr Yu-Gi-Oh! Gameplays sehen wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Das war's von mir, von dem Infovideo. Und dann noch bis dann und auf Wiedersehen. Und vielleicht heute im Stream. Mal gucken.